Cornelia Ecker von der SPÖ ist als Nächste an der Reihe. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Ministerin, Herr Staatssekretär. Also Kollege Gerstner, das mit den Pferden und den Büroräumlichkeiten, das müssen Sie mir heute irgendwann noch mal erklären. Das mit den Pferden und den Büroräumlichkeiten müssen Sie mir heute noch mal erklären. Aber jetzt zur biologischen Landwirtschaft. Biolandwirtschaft hat in Österreich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Auch Sie, Frau Ministerin, betonen in etlichen Aussendungen und Zeitungsberichten, wie wichtig Ihnen die Biolandwirtschaft ist. Aber leider nur dann, wenn Sie Vorzeigeprojekte benötigen. Denn im Budget 2018 und 2019 sind 112 Millionen im Budget für die Biolandwirtschaft veranschlagt. Das ist derselbe Betrag, den wir 2017 schon hatten. Und dafür die SPÖ maßgeblich daran beteiligt war, weil das schmeckte damals dem Herrn Genossen Auer gar nicht, dieser hohe Betrag. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber gerade die Biolandschaft wächst stetig und das erwähnen Sie ja auch in Ihrem grünen Bericht, den das Ministerium am maßgeblich mitgestaltet. Zudem benötigt sie auch höhere Budgetmittel und hiervon sieht man leider nichts. Bereits jeder fünfte Hektar in Österreich wird biologisch bewirtschaftet. Das sind 5% circa der Gesamtfläche. Die Lösung für mehr Geldmittel in diesem Bereich wäre eine sehr einfache gewesen. Man hätte innerhalb des Programmes der ländlichen Entwicklung nur eine andere Gewichtung vornehmen müssen. Es wäre nicht einmal ein eigener Budgetposten dafür notwendig gewesen. Vergessen wurde auch, dass von Ihrem... Frau Ministerin, würden Sie mir vielleicht zuhören? Vielen Dank. Vergessen, und das finde ich sehr schade, wurde auch der von Ihrem Vorgänger, Bundesminister Rupprechter, die versprochene Umstiegsförderung, also wenn ein Landwirtschaftsbetrieb konventionell geführt wird, dass der dann umsteigt auf Bio. Hier gibt es keine Umstiegsförderung, hier ist kein eigener Budgetposten dafür vorgesehen. Also ein Jahr für Bio sieht für mich anders aus. Auch hier stellt sich die Regierung gegen die Interessen der Menschen in unserem Land und betreibt ganz offensichtlich Klientelpolitik. Dankeschön. Sagt Cornelia Ecker von der SPÖ.